Wie geht's, Leute? Herzlich willkommen zu meinem ersten Trailer-Reaktionsvideo. Und ich dachte mir, ein sehr guter Anfang für diese Reihe wäre der erste Trailer für Solo A Star Wars Story. Wobei ich sehr überrascht bin, dass da überhaupt irgendwelches Bildmaterial rauskommt. Und vor allem so knapp erst vor Kinostart. Normalerweise kriegt man für solche großen Filme Trailer viele, viele Monate, bevor er rauskommt. Und ja, naja, dazu ein andermal. Ja, ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich bin sehr gespannt darauf. Ich würde mal sagen, dann kann es losgehen. I've been running scams on the street since I was 10. I was kicked out of the flight academy for having a mind of my own. I'm gonna be a pilot. Best in the galaxy. Hey, kid. I'm putting together a crew. You in? That's yes. I might be the only person. Who knows? What you really are. What's that? Get ready. Thought we were in trouble there for a second, but it's fine. We're fine. Okay, ich mag's. Ich finde, es sieht cool aus, ganz ehrlich. Es hat so einen Retro-Vibe, vom Soundtrack her natürlich. Ich finde dieser Trailer-Track klingt extrem cool. Und die Art und Weise, wie es geschnitten ist und so weiter. Es hat so was angenehm Altmodisches irgendwie. Halt, es ist offensichtlich, das sind die Überbleibsel davon, als die 21 Jump Street-Regisseure, als die dann noch am Ruder waren. Ja, aber abgesehen von den vielen Produktionsproblemen, die der Film hatte und so weiter, wenn man das alles außen vor lässt, ich finde wirklich, der Trailer ist cool und Alden Ehrenreich, ich hoffe, so spricht man ihn richtig aus, Alden Ehrenreich vielleicht auch, ich finde, er versprüht hier sehr viel Charisma in diesen Clips. Er passt sehr, sehr gut in die Rolle. Und die anderen Schauspieler sehen auch sehr spaßig aus. Ehrlich, jetzt bin ich noch mehr gehypt, den Film zu sehen. Das Material hier, das hat wirklich Lust auf mehr gemacht. Ich find's cool. Ich find's auf jeden Fall cool. Das war meine kurze, schnelle Meinung dazu. Mal gucken, inwiefern ich das alles hier weitermachen kann. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Trailer auch gefallen. Falls ja oder falls nicht, bitte schreibt mir eure Meinung. Das wäre cool. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann.